Der Sonic Drive-In, der hat nichts mit dem schnellen Igel zu tun, jedoch ist auch hier der Service so schnell, wie der Name vermuten lässt. Denn bei Sonic handelt es sich um eine reine Drive-In-Fastfood-Kette. Man fährt also mit seinem Auto auf einen überdachten Parkplatz, bestellt dort und bekommt dann sein Essen auch direkt an den Platz gebracht. Oftmals kam die Bedienung dabei auch in Rollerskates an, eine Tradition, die auf die Gründung in den 50ern zurückging. Damals noch ganz normal, sieht man diese Art der Bedienung heute jedoch kaum noch. Sonic war bei der Gründung 1953 noch ein zu begehender Rootbierstand namens Top Hat. Der Gründer Troy Smith erkannte jedoch schnell das Potenzial der damals noch recht neuen Sprechanlagesysteme und implementierte diese für jeden einzelnen seiner Parkplätze. Erst 1959 wurde das Unternehmen dann zu Sonic umbenannt, passend zu dem Slogan Service with the Speed of Sound. Zum Sortiment gehören eine große Auswahl an Burgern, Hotdogs, Sandwiches, Milkshakes, Slushies und Beilagen wie Zwiebelringe, Pommes oder sogenannte Chili Cheese Tots. Was ich davon halte, erfahrt ihr in meinem nächsten Video.